Raum wird den nächsten Schritt machen müssen. Den sehe ich ja auch als mit einem der besten Flankenspieler in Deutschland, aber der hat in jedem Spiel defensiv Dinge, wo ich sage, das kannst du nicht machen. Das kannst du auf dem Niveau, wenn die Gegner stärker werden, geht nicht. Leid! Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, sie haben etwas verpasst. Das erste Tor ist schon gefallen. Brauchen unbedingt ein schnelles Tor. Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Der Satz, noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan, wie heute hier. Früh oder ein frühes, spät, aber ein ganz frühes ganz Tor. Und das ist der Mann, dem wir diesen Spaß, diese Freude damals zu 50% zu verdanken hatten. Günther Jauch war der andere. Und Sie, Marcel Reif. Und damit herzlich willkommen Ihnen hier und Ihnen, liebe Fußballfans, hier bei uns im Studio bei Reif ist live. Ja, das war am 1. April 1998, Herr Reif. 25 Jahre ist es jetzt her. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Das Tor fiel um. Ich weiß, Sie lieben es, wenn Sie darauf angesprochen werden. Weil noch nichts darüber gesprochen wurde. Weil noch nie darüber gesprochen worden ist. Was mich noch einmal interessieren würde, wäre, haben Sie damals sozusagen, während dieses Tor umfiel und sich das Spiel verzögerte, für möglich gehalten, dass man sich jetzt 25 Jahre später noch mehr an dieses Tor erinnert, als an die Tatsache, dass damals Real Madrid 2:0 gegen Dortmund gewonnen hat? Ich muss jetzt auch wieder nachgucken, weil keine Erinnerung an das Ergebnis. Halbfinale Champions League, also das war nicht groß. Ein Freundschaftsspielchen für nichts, Testspiel, glaube ich, nennen wir das nachher nochmal. Nein, 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 aber was mir klar war, sehr bald war, als das Tor umknickte, dass ein Problem gibt. Als sie nicht mit einem neuen Tor kamen, also offensichtlich keins hatten, sondern anfingen mit Hölzchen und Stöckchen da was zu basteln, da war mir klar, das geht schief, das kann nicht funktionieren. Daraus entwickelt sich. Was daraus dann wurde, auch Schluss, und wenn es der finale Satz wäre, man muss sich nicht dafür schämen, aber ein bisschen Koketterie. Also wenn uns einer gesagt hätte, ihr müsst jetzt 75 Minuten hier, ihr seid doch sonst so lustige Burschen, wären wir aufgestanden und gesagt, ihr habt ja nicht alle, macht sendet Musik oder sonst was oder einen Mickey-Maus-Film beginnen, eine Wurst essen und meldet euch, wenn der Fußball wieder rollt. Das hat sich so ergeben, man muss sich nicht dafür schämen, war ganz schön, offenbar. Der letzte Satz ist sozusagen die Überleitung zum ersten Thema, Herr Reif. Wie viele Tore fallen denn bei Bayern München gegen Borussia Dortmund? Ich glaube 3. Genau, denn das ist der Tipp, den wir noch nicht vorwegnehmen. Das ist eigentlich ein schöner Cliffhanger jetzt. 3 Tore fallen bei Bayern gegen Dortmund, Tipp Marcel Reif. Das sehen Sie dann am Ende der Sendung, wenn wir auflösen, wie denn da seine Prognose aussieht. Ja, wir sind also schon mittendrin bei dem Spiel, über das zu Recht in Deutschland jeder spricht. Und ich vermute auch weit darüber hinaus, Thomas Tuchel als Bayern-Trainer gleich im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund, wo er ja von 2015 bis 2017 selbst Trainer gewesen ist, unter anderem den DFB-Pokal oder nur den DFB-Pokal gewonnen hat, aber eine erfolgreiche Zeit dort verbracht hat. So ist es richtig. Und wir wollen mal hören, was Sportdirektor Sebastian Kehl über den Einfluss dieses Trainerwechsels auf das Spiel zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob das auf jede Mannschaft dieser Welt zutrifft. Ich weiß nicht, ob der FC Bayern jetzt am Samstag besser mit Thomas Tuchel sein wird als vorher unter Julian Nagelsmann. Ich glaube nicht, dass diese Trainerpersonal, die dieses Spiel unbedingt so richtig tangiert. Weil, wie wir alle wissen, viele Nationalspieler noch bis Mitte der Woche unterwegs sind und auch wahnsinnig viele Trainingseinheiten dort nicht stattfinden können. Aber nochmal, der FC Bayern, das ist jetzt nicht unser Thema. Da werden sich ein paar andere Gedanken dazu gemacht haben. Absolut. Und ganz bestimmt auch wir. Spielt er schon ein bisschen runter natürlich. Aber hat er denn recht, wenn er sagt, er glaubt nicht, dass die Bayern jetzt mit Tuchel entscheidend besser sind als mit Nagelsmann? Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ob es so viel Einfluss haben wird. Sie werden nicht fürchterlich anders spielen. Da wäre Tuchel verrückt und dazu ist er viel zu schlau, um da alles über den Haufen zu werfen. Mag sein, dass er ein paar längerfristige Ideen hat. Aber die setzt du nicht um in glaube ich, 2 Mannschaftstrainings. Halb komplett. Nein, aber die Einstellung wird eine andere sein und das Auftreten der Bayern wird ein anderes sein. Da würde ich eine Wette halten. Und das weiß auch Kehl. Natürlich, alle werden versuchen, dem neuen Trainer zu zeigen, was sie für tolle Hechte sind. Und B, die haben auch was gut zu machen. Also eine Mannschaft, die mit einem schlechten Gewissen spielt, ist immer meiner Ansicht nach die gefährlichste. Tuchel weiß, was man in so 2, 3 Tagen machen kann. Ansprache wird eine andere sein. Also, ich sag mal so, geschadet
wird es den Bayern nicht haben am Ende, da bin ich ziemlich sicher. Wir wollen, wenn man auf dieses Spiel guckt. Noch einmal bei Sebastian Kehl bleiben, denn der hat natürlich in Erinnerung, wie es in den letzten Jahren meistens gelaufen ist zwischen diesen beiden Mannschaften und verweist da auf die bitteren Schlappen, die der BVB kassieren musste. Also wir haben jetzt heute aktuell natürlich mit dem Kader noch nicht darüber gesprochen, aber ich weiß, dass die Jungs sich allesamt auf dieses Spiel freuen, weil wir eine große Möglichkeit haben, dort nach vielen Jahren, wo wir doch an der einen oder anderen Stelle dann auch eine deutliche Schlappe einstecken mussten, mit breiter Brust dorthin zu fahren. Wir haben uns das erarbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, wir sind deutlich stabiler, deutlich gefestigter. Natürlich wissen wir aber auch, dass der FC Bayern zu Hause am Samstag auch genauso diese Situation nutzen möchte, so wie sie das womöglich in den letzten Jahren getan haben. Und da gab es die eine oder andere bittere Niederlage. Also wir müssen trotzdem mutig dorthin fahren, mit dem gehörigen Respekt, den es braucht, aber mit viel Leidenschaft, mit einem großen Kampfgeist, mit Mut und dann auch mit unseren Fähigkeiten, die unser Kader in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gezeigt hat. Wir haben viele Tore geschossen, wir haben wenig kassiert. Also wir sind auf einem richtig guten Weg und ich sehe im Moment wenig, was uns davon abhalten sollte, das am Wochenende nicht auch in München zu zeigen. Eine Formulierung hat mich aufhorchen lassen, Herr Reif, dass er sagte, mit dem gehörigen Respekt solle man da antreten. Für mich klingt das ein bisschen genau nach dem Problem, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren häufig gegen die Bayern gehabt hat, dass der Respekt zu groß war, beziehungsweise dann Richtung Angst kippte und man vergessen hat, wie man seine eigenen Stärken wirklich auf den Platz bringt. Ja, und da war das weniger der Respekt vor dem Gegner als die Angst vor der eigenen Courage. Also deswegen glaube ich, das war eher diplomatisches, er steht ja da auch wie bei einer Bundespressekonferenz. Alter, gut ausgeleuchtet und Unschärfe im Hintergrund. Wieso? Also besser kannst du es nicht organisieren. Das macht er schon prima, Kehl. Hat sich prima in die Rolle eingefügt. Also nochmal, nur darum wird's gehen. Trauen sich die Dortmunder, sich selber auch zu sagen, und zwar ernsthaft zu sagen, du hör zu, wenn wir die jetzt hier weghauen, haben wir 4 Punkte Vorsprung. Da sind wir noch nicht ganz Meister, aber dann wird's für die anderen schwer. Lass es uns probieren. Deswegen Respekt haben die alle voreinander. Anständig geht man miteinander um. Das ist ja auch gut, der Ton gefällt mir. Aber die Angst vor der eigenen Courage ist öfter mal bei Dortmund gewesen. Ich glaube, dass sie jetzt gefestigter in jeder Beziehung sind, auch mental. Also die Mentalitätsfrage fand ich, ist noch mal ganz kurz aufgepoppt da bei dem Schalke-Spiel. Da war es eher andersrum. Da waren sie mir zu arrogant, ein bisschen zu lässig und dann das Spiel nicht zu Ende geführt gegen einen schwächeren Gegner. Nee, daran wird es nicht scheitern. Ich glaube, das wird wirklich ein Ding auf Augenhöhe. Das hatten wir lange nicht. Wir schauen uns trotzdem die Statistik einmal an. Die letzten Spiele können wir den BVB-Fans nicht ersparen an der Stelle zwischen Bayern und Borussia Dortmund. Und da sehen wir, es gab dieses 2:2 in der Hinrunde und dann war da ganz viel Bayern. Davor 3:1 gewonnen, 3:2 gewonnen, 4:2 gewonnen, 3:2 gewonnen und auch bei den weiteren Paarungen war da nicht allzu viel zu holen für die Dortmunder. Noch ein 1:0 für Bayern, ein 4:0 für Bayern, ein 5:0 für Bayern, dann zwischendurch einmal ein 3:2 für Dortmund, aber davor 6:0 für Bayern gegen Dortmund. Was ist Ihre Erklärung, Herr Reif, dass es in der Vergangenheit tatsächlich auch so deutliche Ergebnisse gegeben hat? Bei Barcelona gegen Real, habe ich jetzt nicht nachgeschaut vorher, kann ich mich kaum an ein 4:0 oder gar 5:0 erinnern, weil dann doch eben Dortmund manchmal immer noch in sich zusammengefallen ist, wenn es drauf ankam? Weil sie, ehrlich gesagt, weitestgehend chancenlos waren, auch von vornherein. Das hätte dann schon eine Sensation gebraucht. Jetzt, morgen, das wäre keine Sensation, wenn Dortmund da gewinnt. Das wäre, hätten wir im Spektrum, glaube ich, nach dem allem, was wir gesehen haben. Aber in den letzten Jahren waren die Bayern weit weg. Weit, weit weg. Und die Dortmunder waren mit der Mentalitätsfrage geschlagen. Und die haben dann nicht in jedem Spiel, aber in manchen dann auch noch ein negativ draufgelegt. Also wenn wir es schon verloren haben, weißt du was, dann was sollen wir da machen? Und die Bayern haben sich ein Fest draus gemacht. Also das wird es morgen, dann ist der Ball nicht mehr rund. Das wird es morgen nicht geben. Weder so rum noch so rum.
Wir haben noch einen Kehl für Sie, liebe Reifes Live-Fans, und zwar zum Thema Meisterkampf. Und ich finde, da kommt ein ganz interessanter Hinweis nochmal durch. Wo ist es in Europa eigentlich noch spannend in der Meisterschaft? Wir können einen sehr großen Schritt in der Tabelle machen an diesem Wochenende, weil wir gegen einen direkten Konkurrenten spielen. Der erste spielt gegen den zweiten. Ich glaube, eine total spannende Partie, auf die sich alle freuen. Schön, dass wir auch in den letzten Wochen uns in diese Situation gebracht haben, dass wir das zu einem solch spannenden Spiel machen können, dass die Bundesliga insgesamt noch so spannend ist, zeigt die Attraktivität dieser Liga. Denn wenn ich mal ein bisschen über die Grenzen hinausschaue, dann gibt es doch viele Ligen, wo die Meisterschaft nahezu schon fast entschieden ist, sei es in Italien, sei es auch in England oder sei es in Spanien. Und jetzt diesen Klassiker in Deutschland zu haben am Wochenende, das ist für alle, glaube ich, für die Medien, für uns Sportler unglaublich schön. Aber die Meisterschaft wird am Wochenende nicht entschieden. Darüber sind wir uns auch alle einig. Ja, und er hat Frankreich sogar noch vergessen, wo Paris, vielleicht zählt man das gar nicht mehr mit, in Fußballerkreisen als Meisterschaft, die vorne wegmarschieren. Und sogar England hat er dazu gepackt, wo Arsenal richtig 8 Punkte Vorsprung hat derzeit, Man City aber noch ein Spiel weniger. Das ist wirklich was, womit wir am 31. März wahrlich nicht gerechnet hätten, dass die Bundesliga die spannendste Liga in Europa ist bei den Top-Ligen. Und das ist der größte Fortschritt bei Borussia Dortmund, dass sie nicht nur, weil wir werden ja nachher auch nochmal über Bayern reden, also man neigt so ein bisschen zur Zeit dazu zu sagen, ja, Bayern haben da 8 Punkte, ich habe das 5-mal hier, glaube ich, gesagt, 8 Punkte verhühnert oder 9 Punkte oder wie viel. Insgesamt sogar 10. 10 Additionen auf Dortmund. Am Ende zuerst mal, ja. Ja, das ist ein Teil. Bayern haben einiges falsch gemacht. Aber die Dortmunder waren mal da. Endlich mal da, um das aufzuheben, was da rumlag. Und haben auch schwächere Spiele gewonnen. Also das ist eine Spitzenmannschaft. Das redet aber auch nicht weg hier. Das ist, der Ton ist, er trifft sehr gut den Ton. Und dieser Ton trifft genau die Situation. Also, das ist nicht Meisterkampf durch Zufall, weil einer gerade eine Grippe hat und wenn er sich dann erholt hat, dann gibt's wieder Haue. Danach sieht's zumindest nicht aus zwischen Bayern und Dortmund. Und die beiden werden's machen. Alle anderen haben die Konstanz nicht gehabt wie Dortmund und deswegen müssen sie zugucken, was die beiden da oben veranstalten. Also natürlich große Aufmerksamkeit auf diesem Spiel wäre ohnehin der Fall aufgrund der tabellarischen Situation. Aber dann ist da noch die Thomas Tuchel-Personalie. Und wir haben das in der ganzen Woche gespürt, liebe Fußballfans, an den Abrufzahlen bei Bild.de, dass alles, was Tuchel da gerade bei den Bayern veranstaltet, von großem Interesse ist. Unter anderem auch diese ungewöhnliche Trainingsform, die wir Ihnen hier einmal zeigen können. Er hat nämlich ja einen Sechseckplatz kreiert. Hansi Flick hatte das auch einmal ganz kurz zwischendurch probiert. Er hat also sozusagen die Ecken abgeschnitten beim Trainingsplatz und man darf sich nur in diesem Sechseck bewegen, Herr Reif, um letztendlich speziell den Außenspielern mehr an die Hand zu geben. Zieht Richtung Tor, bleibt nicht an der Außenlinie kleben, da seid ihr nicht gefährlich fürs Spiel. Genial, oder? Ja. Wenn Sie sowas sehen, sagen Sie da, ach Mensch, wieder eine Spielerei oder fängt es gleich so ein bisschen an zu rattern? Ah. Genial einfach ist es, wenn du die von der Außen, also nur bis zur Außenlinie rennen und dann Ball nach innen spielen und in der Mitte allen gute Fahrt wünschen. Das reicht nicht, nicht bei der Besetzung, die Bayern haben, egal wer da auf den Außen spielt. Mané, Gnabry, Sané, Coman. Aber das ist ja, das müssen andere erstmal backen, so ein Kader. Und diese Spieler haben auch Torqualität und müssen sie auch haben. Du kannst nicht alles nur auf Choupo-Moting setzen, das wäre zu einfach zu verteidigen. Also insofern, ja, das ist seine Idee und ab geht die Post. Genial einfach. Müller und Sané haben diese Woche schon mit Tuchel trainieren können. Legt das den Verdacht nahe, dass beide auch in der Startelf sind, weil er mit ihnen ja mehr arbeiten konnte, ihnen mehr erklären konnte, wie er sich den Fußball jetzt vorstellt, zumal beides jetzt ja auch keine klassischen Bankdrücker sind, bei denen es eine Sensation wäre, wenn sie gegen Dortmund von Anfang an spielen sollten. Also Vorteil für die beiden? Ich würde mich sehr ehren, wenn Tuchel denen erklärt hätte, wie Fußball geht. Das haben andere, aber wie sein Fußball geht. Das haben andere probiert und das ging nicht so. Das ging ein bisschen schief, möglicherweise. Ja, aber nochmal, in den 2 Tagen, das sind ja Spielformen, die du machst. Du sagst nicht dem einen, du musst Müller, was soll der Müller sagen? Mach das, was du immer machst. Du weißt selber nicht, was du machst, aber mach es halt wieder. Und Sané muss er zusammenbasteln wieder und den zur Konstanz bringen. Das wird eine der Aufgaben sein,
an denen Tuchel auch gemessen wird in nächster Zeit. Das ist mit Sané, ein Spieler mit dem Potenzial. Aber Gnabry und Mané genauso. Es sind drei Spieler, die aktuell nicht die Erwartungen erfüllen. Ja, das ist einer der Gründe, warum Julian Nagelsmann nicht mehr Trainer ist bei Bayern. Weil es ihm nicht gelungen ist, aus diesem Kader und aus solchen Spielern das Maximum rauszuholen. Mehr muss ein Trainer nicht tun, kann er auch nicht tun. Also deswegen glaube ich, ob Müller war sicher einer der Gewinner auch der Länderspiel. Wie alle, die nicht dabei waren. Späßchen, die da gelaufen sind. Ja, ist doch klar. Wenn die Spiele so laufen, meine besten Kommentare waren die ich nicht machen konnte, weil ich zu Hause geblieben bin. Ist doch klar. Also, Sané bin ich selber auch gespannt. Wie fängt das an mit ihm? Lässt du ihn erst spielen oder sagst du, nee, du bist mir noch nicht ganz so weit, aber ich krieg dich schon hin? Das wird spannend morgen. Ja, bei Sané, weil wir gerade dabei sind, Herr Ralf. Eine super Szene aus dem Training, was Thomas Tuchel da mit Sané macht. Schauen Sie genau hin und dann ist das die ganz spezielle Motivation. Da gibt's jetzt, rechts sehen Sie es, den schnellen kleinen Tritt in den Hintern, wie man manchmal übertragenen Sinne sagt, hier ganz faktisch. Und uns ist noch ein schönes Foto aufgefallen, das zeigen wir Ihnen hier auch, aus der Zeit von Thomas Tuchel, als er in Paris Trainer war. Da schau her, bei Mbappé. Ja. Der Rittertritt für Sané sozusagen. Offensichtlich ist das eine Trainingsmethode. Haben wir Tuchels Geheimnis enthüllt. Hier und da ein Tritt in den Hintern, der nicht nur verbal erfolgt. Bei Paris hat es nicht geschadet, aber auch letztlich nicht genutzt. Bei Chelsea haben wir das Foto nicht, aber da hat's genutzt, da wurden sie Champions League Sieger. Also jedenfalls ist er lockerer geworden, das sagen alle, entspannter und lockerer. Er war ein, so sagten viele, ein verbissener Trainer-Nerd mit blinder Bewunderung für, ich sag jetzt mal, übertreib ein bisschen, mit größtmöglicher Bewunderung für Pep Guardiola und taktische Dinge, da ging es um Millimeter, die du verschiebst, Quadrat und all das. Und er wirkt jetzt, solche Szenen sind sicher ein Beleg dafür. Also er wirkt insgesamt entspannter. Und ich glaube, dass ihm das als Trainer gut tut und den Mannschaften, die er trainiert, auch. Dieses Lockere, ist das speziell mit dem Champions-League-Sieg bei Chelsea gekommen, weil man dann doch als Trainer der Welt und sich selbst gezeigt hat, ich kann es und alles, was jetzt noch passiert, wird diesen einen ganz besonderen Titel, den größten, den man als Vereinstrainer erringen kann, eben nicht kleiner, geschweige denn kaputt machen. Und niemand kann mir den nehmen. Und niemand kann den kleinreden, weil Champions-League ist schon eine Saison, die da musst du schon was zeigen. Und Pep Guardiola geschlagen im Finale. Der in diesem Finale nämlich gut, der da wieder verkopft und verbissen eine Aufstellung gemacht hat, die kein Mensch begriffen hat, er, die Mannschaft am Ende auch nicht. Und Chelsea gewinnt das, war ja fast sensationell. Ich glaube ja, das war so ein Ergebnis, aber ich glaube auch, dass ihn die Reise durch Welten wie Paris Saint-Germain, das Ehrenhaus mit den Granden, die da rumtouren, und dann Chelsea, wo die Ansprüche groß waren nach Mourinho und diesen Tagen, wo sie große Erfolge hatten. Ich glaube, das sind diese kleine Weltreise. Sprachlich hat grandios Französisch gesprochen in Paris. Das haben sehr bald. Auch ein Punkt, wenn man sieht, Pavard, Coman, ja, natürlich. Hernandez. Ja, aber natürlich, wenn das Tell. Immer Gefahr, wenn solche landsmannschaftlichen Grüppchen irgendwo sind. Gerade die Franzosen genießen da vorurteilsfrei den Ruf, ab und zu zur Klickenbildung zu neigen und das ein oder andere anzuzetteln, wenn es mal nicht so funktioniert. Also deswegen glaube ich, der hat verstanden von außen. Aber gut, Sie wollen es ja immer psychologisch. Tut mir leid. Ja, das gehört part of the deal. Ich glaube, insgesamt hat er gemerkt, es gehört mehr dazu, als Sechsecke zu bauen, weil wir das eben gerade hatten, sechseckige Trainingsformen und noch eine Taktik und noch eine Verschiebung, sondern es gehört dazu, diese Menschen, die da rumtouren, sind nicht als Funktionsträger nur zu sehen, die Aufgaben zu erfüllen haben, die in langen Videonächten entstanden sind, sondern dass das Menschen sind und die du mit dem Tritt in den Hintern und mit dem Lachen möglicherweise zu mehr Leistung bringst. Und darum wird's gehen. Als an der Tafel 30 Minuten lang 400 Laufwege zu erklären.
war auch einer der Gründe, hörst du aus München, dass Julian Nagelsmann sich da zu sehr ins Taktische verehrt hat und zu viel von der Mannschaft verlangt hat. Und die dann irgendwann auch mal sagen, sag mal, aber und Fußball spielen geht auch noch oder soll man das lassen? Wie gesagt, die große Guardiola-Schule, wenn sie alles tun, was ich ihnen sage, dann werden wir Weltmeister, ja, aber dann muss aber auch der Gegner sich auf den Rücken legen. Oder aber du sagst, pass auf, Freiheiten brauchen die auch und Tuchel wirkt auf mich nicht heilig sprechen. Das morgen Abend können wir dann wieder noch ein bisschen mehr bewerten. Aber fürs Erste wirkt auf mich als einer, der diesen Schritt gemacht hat zu einem Fußballlehrer mehr als nur einem Taktik-Nerd. Legen wir das Diplom für Küchenpsychologie einmal zur Seite und schauen stattdessen kurz in die Glaskugel, Herr Reif. Ah. Was wäre denn, wenn er gegen Dortmund verliert und am Dienstag gegen Freiburg im Pokal rausfliegt? Dann brennt es in München, oder? Dann dreht sich die Isar um und läuft den Berg hoch. Also, dass beides passiert, ei, das wäre doch schon überraschend. Ja, und er könnte immer noch sagen, Jungs, ich habe euch jetzt geholfen. Also bitte jetzt lasst mich erst mal machen, das, so schnell geht es nicht. Das Prä wird er immer haben. Aber das ist doch natürlich die Königsfrage, die sie in den letzten 10, 12 Tagen gewälzt haben in München, die es zu entscheiden haben. Wollen wir uns trennen von Julian Nagelsmann? Sind wir am Ende der Reise? Antwort ja. Was machen wir? Na, wir müssen einen neuen holen. Wer kann das sein? Tuchel. Wann? Naja, entweder machen wir es oder machen wir es nicht. Wenn wir es machen, müssen wir es jetzt machen. Aber dann kommt Herr Brüggelmann und sagt, was wäre denn, wenn sie gegen Dortmund verlieren und 3 Tage später gegen Freiburg im Pokal? Er wird damit leben können, die Bayern auch. Es wäre, wir hätten was zu bereden, wenn beides passierte. Aber nochmal, das sind keine, also irgendwelche Wochenendtrips ins Grüne sind das nicht und auch nicht gegen Freiburg. Zumal sie dann Freiburg direkt in der Bundesliga auch am Wochenende haben, bevor dann, Sie haben es angesprochen, der gute alte Pep sich die Ehre gibt. Zunächst in Manchester. Also, schöner kann man sich's nicht malen. Aber die Großen kommen sich immer ins Gehege irgendwann mal. Christian Streich wird sagen, wer hat uns hier eigentlich, wo haben wir uns hier hin verirrt? Wenn die ganz Großen hier wieder gegeneinander spielen und dann wird's klein spielen und sie werden als kleine badische Mäuslein wieder da einlaufen und mal gucken, was da zu holen ist. Und auch wenn Sie nicht wissen konnten, dass Christian Streich jetzt gleich der Einstieg ist in unseren nächsten Nagelsmann-Slot, bin ich dankbar dafür, dass der Ball jetzt schon mal auf dem Elfer liegt. Denn wir wollen noch mal reden über Julian Nagelsmann, der seit einer Woche kein Trainer mehr beim FC Bayern ist. Gefragt wurde Christian Streich, der Freiburg-Trainer, ob es ihn verwundert habe, dass die Bayern sich von Nagelsmann getrennt haben. Und so wie Christian Streich auf diese Frage antwortet, kann nur Christian Streich auf diese Frage antworten. Also die lautete, sind Sie verwundert, dass Nagelsmann nicht mehr Trainer beim FC Bayern ist? Also erstmal jetzt nochmal wegen Hertha. Ich meine, ich gebe ja dann immer Antworten. Ich probiere einigermaßen höflich zu sein, aber ihr habt mir irgendeine taktische Frage zu Hertha gestellt oder irgendwas. Also relativ wenig, finde ich. Ich meine, wir können nicht nach dem Mund reden, aber also ich sag gerade die ganze Zeit, es geht nur um Hertha und es geht die ganze Zeit um irgendwelche andere Sache. Oder wie sieht's aus? Ich meine, es geht hoffentlich auch ein bisschen was ums Fachliche. Wäre schön. Aber gut, dann nicht. Ob mich das verwundert hat? Nichts verwundert mich mehr im Fußball. Nichts. Nichts mehr. Nein. Hat mich überhaupt nicht verwundert. Wir haben schon oft darüber geredet, warum und mit Druck und mit allem. Und brauch's nicht mehr ausführen, weiß jeder selber. Nee, hat mich nicht verwundert. Hab's zur Kenntnis genommen. Versuchen Sie, die Antwort von Christian Streich zu übersetzen. Will er so ausdrücken, er hält es für wahnsinnig, dass man sich jetzt von ihm getrennt hat? Oder ist er wirklich so weit, dass er sagt, wir haben ja alle einen Job, wir sind ja alle im Geschäft. Wie Kimmich sagte, kein Herz, keine Liebe. Keine Liebe. Und wenn die einen halt sagen, es ist vorbei, dann geht's morgen mit einem anderen weiter. Wie lesen Sie Streich? Ach, es ist von beidem was. Erst ist es breitestes Badisch, da weiß ich immer, er hat keine Lust darüber zu reden, also baut er die badische Wand auf. Und das Zweite ist, ich denke beides. Er ist ja nicht doof. Der weiß ja, wie die Gesetzmäßigkeiten sind. In Freiburg. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen. Deswegen glaube ich, ist er auch froh, dass er als Freiburger Trainer in Freiburg da auf dem Freiburger Podium sitzt und sagt, München,
Da verwundert mich nichts. Natürlich gefällt ihm das nicht, weil er Empathie, ein empathischer Mensch ist. Und natürlich kann einem Julian Nagelsmann leid tun. Auf der anderen Seite weiß Streich genauso gut wie wir beide und auch wie Julian Nagelsmann irgendwann, hoffentlich jetzt schon, nach ein paar Nächten drüber schlafen. Du, das ist so, wenn die Dinge nicht so laufen, wie die Bayern sich das vorstellen und vorstellen müssen. Also das da kann ich auch Christian Streich, wenn er denn nur in der einen Ecke wäre, da würde ich ihm dann auch widersprechen. Wenn ich sage, du pass auf, dann musst du eben in Freiburg sein oder bei Clubs wie Freiburg, wo diese Mechanismen nicht gelten, sondern wo man seit Jahrzehnten sagt, weißt du was, wenn wir absteigen, steigen wir mit dir ab und dann steigen wir mit dir wieder auf. Und wenn wir absteigen, das ist das Normalste von der Welt, weil wir sind der SC Freiburg. Bei Bayern, wenn du nicht deutscher Meister wirst oder 10 Punkte verhühnerst oder in der Champions League gegen Villarreal im Achtelfinale ausscheidest, dann kommt der Moment, wo es heißt, wir erreichen unsere Ziele nicht. Es sind andere Ziele. Deswegen, länger hätte man ihn nicht reizen sollen jetzt, glaube ich. Sonst hätte er genau diese Dinge gesagt, pass auf, Leute, lass mir meinen Kopf hier und anderswo denkt man anders. Dass ihm das im Profifußball nicht gefällt, möglicherweise, und auch diese Schere, die da so weit auseinander ist, dass die Bayern mit dem SC Freiburg eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, außer dass sie sich mal jetzt im Pokal treffen und dann in der Liga komischerweise so eng beieinander sind. Aber das sind andere Welten. Und ich glaube, da wird der Fußball auf Sicht Probleme kriegen. Wenn du zu Bayern gehst und ähnlichen Clubs, auch in anderen Ländern, sind das andere Welten und andere Entscheidungszwänge, Entscheidungsfindungen, Prozesse, als sie sich Freiburg leisten kann und leisten will und leisten muss, damit sie bei sich bleiben. Vielleicht hat er auch noch mal ganz kurz dran gedacht, dass die Bayern ja einmal zumindest ernsthaft über ihn nachgedacht hatten, er aber widerstehen konnte. Unter anderem deshalb, weil er schon damals wusste, dass in München die Uhren anders ticken. Ja, wie ticken die Uhren in München? Auf jeden Fall anders. Wir haben uns noch mal angeschaut, nachdem jetzt eine Woche vergangen ist nach der Trennung von Julian Nagelsmann, wie sich denn die Spieler Social Media mäßig von ihm verabschiedet haben. Denn es war ja eine große Diskussion. Gibt es jetzt einen Bruch? Wenn ja, wie groß ist er? Stimmt die Konstellation nicht zwischen Mannschaft und Trainer, wie Salihamidžić formuliert hat? Kimmich sagte, er hat die Kabine nicht verloren, das hatte so aber ehrlich gesagt auch gar keiner behauptet. Darum hier nochmal ein kleiner Überblick über die Social-Media-Reaktionen, die sich jetzt so über die Woche aufgebaut haben. Da haben wir zum einen Goretzka, der ja sehr herzlich sich nochmal bedankt hat bei Thomas Müller, eher sachlich. Danke dir und deinem Team für euren Einsatz, lieber Julian Nagelsmann. Das ist so die höfliche Geschichte. Sané, danke für die gemeinsame Zeit. Und alles Gute für die Zukunft, auch von Musiala kurz und knapp. Danke und alles Gute für die Zukunft. Das wiederholt sich da so ein bisschen. Upamecano, danke für alles. Ich wünsche dir das Beste für die Zukunft. Und auch Pavard wählt diese Worte an der Stelle. Herr Reif, wie immer ist spannend zu gucken, wer meldet sich denn gar nicht. Nun wissen wir, es gibt auch den direkten Kontakt. Aber trotzdem ist Social Media ja immer so ein bisschen auch ein Spiegelbild. Überrascht, dass sich da Manuel Neuer, der Kapitän des FC Bayern, gar nicht geäußert hat? Nein, weil wenn er sich geäußert hätte, hätten wir das ja zerpflückt. Bis aufs, tun wir jetzt aber auch. Ja, auf den letzten Buchstaben. Ach, wissen Sie, der Spieler, sie als erstes wäre gut gewesen, und einige haben das ja auch gemacht, Kimmich, weil er der ist, der möglicherweise am kühlsten an solche Dinge rangeht und am klarsten. Wenn wir nicht so viel Mist gebaut hätten, wärst du ja noch unser Trainer. Also der Job, du, möglicherweise hast du einiges falsch gemacht, aber wir ganz sicher ganz weit vorne. Deswegen sind mir so weder Krokodilstränen recht, noch, ich nehme das so am Rande zur Kenntnis, wer immer sich wie äußert. Auf 14 Spieler haben sich gar nicht geäußert. Ja, da hätte ich auch gesagt, du, danke Trainer, weil er hatte ja ein gutes Verhältnis zu den Spielern. Ist ja nicht so, dass, und gutes Verhältnis, ja, es gibt keine Liebe, kein Dingens. Dingens ist, wenn du spielst, dann hast du ein super Verhältnis zum Trainer. Wenn du nicht spielst, ist das Verhältnis kurzfristig massiv gestört. Was völlig normal ist, sagt auch jeder Trainer. Wenn der glücklich wäre, dass er nicht spielt, was haben wir denn da für eine Wurst? Also, das ist alles so ein Gelände. Ich denke, und möglicherweise, Sie haben selber gesagt, es gibt den direkten Kontakt. Ich denke, Sie hatten die Nummern voneinander.
Über einen Spieler müssen Erziehung, wir noch... Erziehung, über keine Rede. Ich würde mich bei Ihnen bedanken für die gute Zeit und würde Ihnen alles Gute wünschen, mir alles Gute. Bei Instagram, das nehme ich schon mal ins Protokoll. Marcel, ja, bei, lange warten. Ja. Bei Insta. Ich hoffe, dass dieser Moment noch lange auf sich warten lässt. Sehr lange. Über Mané müssen wir noch kurz sprechen, Herr Reif. Wir haben in Sportbild berichtet, dass der sich beschwert hatte in der Kabine, nachdem er beim 2-0 gegen Paris nur für 8 Minuten eingewechselt worden war. Und zwar konfrontativ gegenüber Nagelsmann. Die anderen Spieler haben das natürlich mitbekommen und haben dann auch gesehen, dass er am Wochenende danach gegen Augsburg von Anfang an gespielt hat. Sind das in einer Phase, in der ohnehin alles so ein bisschen unter interner Beobachtung steht, sind das so Dinge, die dann tatsächlich bei dem einen oder anderen Spieler den Eindruck erwecken könnten, aha, wenn sich der Superstar hier beschwert, dann spielt er prompt am kommenden Wochenende. Egal, ob das die innere Wahrheit war oder nicht. Na, das es geht um nicht, die Wirkung. Ja, ja, das ist eben nicht egal. Sondern was, wie wurde das kommuniziert? Welche Gründe hatte Nagelsmann? Welche Gründe hat Mané möchte spielen? Mané ist ein sehr ehrgeiziger Junge, ist ein liebenswerter Kerl, aber der wird sehr knurrig, wenn er nicht spielt. Das war schon in Liverpool so. Oder wenn er ausgewechselt wird. Wenn das denn wirklich so wäre, dass er sich beschwert und danach Nagelsmann einknickt und ihn dann in Augsburg spielen lässt. Wir reden über Mané, also wenn der halbwegs fit ist, ich meine, was soll man denn machen mit dem? Soll man sagen, mal gucken, ob er mal spielt, werfen wir mal eine Münze in die Luft. Also dass dann der nächste Schritt eher ist, der wird spielen. Deswegen, da bin ich ein bisschen sehr vorsichtig. Da an der Stelle knick ich ein. Also zu sagen, der hat deshalb gespielt, weil er sich beschwert hat. Aber wie Sie richtig anmerkten, in einer Zeit, wo es knirscht und knarrt im Club, und das war der Fall. Die Ergebnisse stimmten nicht. Die Liga-Tabelle stimmte deshalb schon mal gar nicht. Ja, Paris war prima, aber dann sucht sich also eine Mannschaft ihre Spieler aus. Die machen dann richtig Gas, wenn sie Lust haben, und dann ansonsten nicht. Ist das nicht der Job des Trainers, dass er da Konstanz reinkriegt? Dann wird natürlich jeder Punkt beäugt. Und da kann ich ihm nicht helfen. Natürlich waren das Dinge, die nicht verborgen geblieben sind. Letzte Frage zu dazu geführt haben, weiß ich nicht. Letzte Frage zu Nagelsmann. Er wird nicht kurzfristig während dieser Saison zu Tottenham wechseln. Aus Ihrer Sicht eine kluge Entscheidung, dass er sich nicht direkt ins nächste stürzt? Und die Anschlussfrage, kann es sein, dass es im Sommer trotzdem Thema wird? Das erste Jahr, ich glaube, er tut gut daran, erstmal Luft zu holen und sich wirklich zu hinterfragen in vielem. Nicht in vielem. Das klingt jetzt so, als wäre ein schlechter Trainer, sondern die Dinge, die. Warum sind sie denn schiefgegangen? Und Tottenham. Oder auch was war gut? Ja. Auch das gehört zu. Und in Tottenham, wie ich höre, wird Contes Assistent bis zum Sommer installiert. Bei denen geht es aber darum, die Champions League zu erreichen. Deswegen hoffentlich halten die das durch mit dem Co-Trainer. Und im Sommer würde ich eine Wette halten, dass Tottenham ganz massiv auf Nagelsmann zugeht. Und die Konstellation Tottenham und Nagelsmann ist wie gemalt. Auch für Nagelsmann? Wie gemalt. Weil es hochkarätig ist, aber nicht den Druck hat, wie bei Paris, Real oder Bayern der Fall. Und weil er alle Möglichkeiten hat, ist wie gemalt für die Karriere. Dann lassen wir es dabei. Wie gemalt. Wie gemalt ist in Ordnung. Alles andere als gemalt, Gott, es ist der Tag der Überleitungen, die mal besser oder schlechter gelingen, war vor allen Dingen die erste Halbzeit der deutschen Nationalelf gegen Belgien. Schnell stand es 0-2. Und Lothar Matthäus sagte in seiner Analyse, das sei ja die schlechtesten 30 bis 35 Minuten gewesen, an die er sich bei einer deutschen Nationalelf erinnern kann. Und das umfasst dann locker die letzten 40, 45 Jahre. Und wir hören aber stattdessen mal, wie Bundestrainer Hansi Flick dieses Spiel eingeordnet hat. Wir haben uns gefreut auf dieses Spiel, leider in eine andere Richtung gegangen, weil natürlich uns auch in unserer Entwicklung solche Spiele gut tun, weil gegen solche starke Gegner ist es einfach immer gut, dass man sich stellt, dass man versucht natürlich da über sich hinauszuwachsen. Und wenn ich so will, oder wenn man so will, muss man sagen, 60 Minuten, 65 Minuten war das von uns einfach ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel, aber man hat natürlich gesehen, die Qualität, die Belgien hat in ihren Reihen, und da aus jeder Chance dann letztendlich haben sie den Tor gemacht und dann letztendlich auch verdient gewonnen. Einmal muss ich Flick widersprechen, Belgien hat eben nicht aus jeder Chance ein Tor gemacht, sonst hätte es zur Halbzeit vermutlich 0-4 oder 0-5 gestanden. Können Sie verstehen, dass er die 60 bis 65 Minuten da in den Vordergrund rückt? Ist das richtig? Kann man diese 60, 65 Minuten überhaupt so
ich sag mal, objektiv bewerten, wenn man weiß, dass es so früh 0-2 stand und streng genommen, auch wenn Deutschland zwischendurch auf 1-2 rangekommen ist und auf 2-3 rangekommen ist, die Rollen Sieger und Verlierer, zumindest als Fernsehzuschauer, sehr, sehr schnell verteilt gewesen sind. Ich denke, wir sollten mal überhaupt über diese zwei Testspiele reden. Also Peru war überhaupt kein Test, weil sie dazu waren sie zu schwach. Deswegen fragt man sich, warum macht ihr sowas? Ja, möglicherweise nach der WM, und da kommen wir zu den Hypotheken mit den Flick und diese Nationalmannschaft oder eine deutsche Nationalmannschaft nach Russland-WM und Katar-WM in eine neue Saison geht. Das ist halt das Risiko. Also Peru, ja 2-0, aber das war halt nicht 5-6-0, wo Menschen auf den Stühlen stehen, sondern ja. Und trotzdem hat man fast aufgeatmet, 2-0, so. Also Peru. Und dann gehst du natürlich gegen einen Gegner wie Belgien ein Risiko, wenn du testest. Er hat ja einige nicht nominiert und er hat Dinge ausprobiert und die sind krachend schief gegangen gegen einen Gegner mit Verlaub. Also Belgien ist gut. Aber die haben sich von ihrer goldenen Generation weitestgehend verabschiedet und hören jetzt auf, da irgendwelchen Chimären hinterher zu rennen. Und selbst die goldene Generation hat sich ja nicht vergoldet. So, aber da dachtest du immer, Mensch, wenn die mal explodieren an einem Abend, die können Brasilien verhackstücken oder wen auch immer. Also das ist das Risiko. Und dann triffst du auf Belgien, auf eine Mannschaft mit dem deutschen Trainer, mit dem neuen. Und die sind viele Junge und bei denen ist der Umbruch passiert. Die hatten allerdings auch nicht ganz so diesen Blues wie unsere nach der WM. Das ist das Risiko. Mit dieser Hypothek gehst du rein. Wann willst du denn testen, wenn nicht jetzt? Aber nochmal, nicht mit der Hypothek Katar, mit dem, was wir so gesehen haben. Hier der Abstand war in der ersten halben Stunde so dramatisch, aber das lag auch an der Besetzung. Also eine deutsche Abwehr, die dermaßen hinter der Musik hinterherläuft und ein Mittelfeld, in dem Wunderkicker, wirklich Wunderkicker wie ein Florian Wirtz völlig neben sich stehen und nichts, aber wirklich rumstolpern und überhaupt nicht wissen, was sie zu tun haben, das war schon ziemlich schmerzhaft. Dass er das ein bisschen schönredet, schenke ich ihm, aber nicht mehr lange. Also wirklich, da waren also die 60 Minuten waren richtig gut, waren okay. Und die Belgier, ich meine, was verlangst du von denen, dass sie noch weiter rennen wie die Blöden und versuchen 6-0 zu gewinnen? Also die sind ja auch nicht durchgeknallt. Und dann, ja, wenn die Belgier haben alle Chancen, jeder Schuss war ein Treffer. Das stimmt doch nicht, was du selber eben gesagt. Da denke ich, also da hätte ich gern von dem Bundestrainer ein bisschen mehr, wie heißt das heute, Klarheit in der Aktion. So wird diese Mannschaft nicht nochmal zusammenspielen. Da sind Sie sich sicher, dass Hansi Flick jetzt nicht auch noch den Juni kann Test er nicht mehr. Kann er jetzt, glaube ich, ist die Hypothek zu groß, weil er auf Katar noch mal ein bisschen Belgien gesattelt hat, die erste halbe Stunde. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Ihr habt ja zu Recht Sie in einem Kommentar gefordert, aber doch geschrieben, klar vorgeschlagen. Für Klarheit gesorgt, ja, gerade sagen. Für ein bisschen mehr Klarheit, dass es jetzt langsam darum gehen muss. Tests, es ist genug getestet. Es sind auch einige gewogen und für zu leicht befunden worden. Die dürfen zwar gern wiederkommen und dürfen auch mal machen, aber mit denen kannst du nicht in eine EM gehen. Zumindest Stand jetzt. Ich weigere mich, Sie wollen ja immer hier eine Aufstellung haben, die jetzt... Wir haben eine für Sie gleich erreicht. Ja, Sie werden gar nicht gefragt nach Ihrer eigenen. Also Sie jetzt, können unsere kommentieren. Heute. Es kann doch sein, dass auch einer von denen, die jetzt durchgefallen sind, plötzlich einen Schub kriegt. Ist doch klar. Das muss man ja auch weiter im Blick haben. Also, ist doch logisch. Trotzdem darf man sich damit beschäftigen. Aber jetzt noch einmal in irgendwelchen Spielen irgendwas darum zu zaubern und man fragt sich, was soll das? Und dann geht's auch noch schief. Das hilft niemandem mehr. Und dann musst du jetzt langsam einspielen. Das glaube ich schon. Wir wünschen uns das überhaupt nicht, aber trotzdem wollen wir einmal drüber sprechen. Wir wissen, dass über Flick auch beim DFB zu Recht diskutiert worden ist. Wenn man Vorrunde WM rausfliegt, muss man auch einmal sich die Frage stellen, ist er weiter der Richtige? Man hat das bejaht, obwohl auch da ein Thomas Tuchel auf dem Markt war. Jetzt diese beiden Spiele, die ja die Fans bei weitem nicht zufriedengestellt haben. Es muss jetzt im Sommer auch für Flick funktionieren in den nächsten Testspielen, Freundschaftsspielen, wie auch immer wir es am Ende nennen wollen, um zu vermeiden, dass da nochmal Thermik reinkommt? Oder glauben Sie, das lässt der DFB gar nicht zu, weil Ihnen völlig klar ist, Flick ist unsere Wahl mindestens bis zur EM 2024. Der eine, von dem wir immer mal geträumt haben, Jürgen Klopp, wird auch diesen Sommer nicht zur Verfügung stehen. B. Okay. B. Also eine Trainerdiskussion wird der DFB nicht führen. Die wäre auch
da müsste er schon wirklich, also richtig Unsinn treiben. Und dazu ist er ja viel zu stark. Da bräuchte es so 0-6 gegen Spanien. So, irgend sowas und dann auch eine Aufstellung, wo du sagst, sag mal, willst du uns veräppeln oder dich selber veräppeln oder was, was soll das? Das wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr tun. Bin ich sicher, wird er nicht tun. Also eine Trainerdiskussion wird es nicht geben. Aber auch Hansi Flick, wir reden noch nicht über Säulenheilige. Wir reden über jeder Trainer dieser Welt. Hat einen Job, hat Möglichkeiten und aus diesen Möglichkeiten sollte er jobmäßig das Beste machen. Wenn ihm das nicht gelingt und man die Idee hat, du pass auf, das könnte ein anderer besser, dann gibt es keinen Trainer auf dieser Welt, der nicht gefeuert würde. Mourinho und Ancelotti und die könnte ich jeden Namen, den sie haben wollen, die größten, haben diese Runde schon mal gedreht. Und das ist auch das Normalste von der Welt, aber ich glaube nicht, dass das bei Flick der Fall sein wird. Aber nach dieser EM, selbstverständlich, darum geht's im Übrigen auch. Also wir können uns jetzt hier wirklich nochmal richtig echauffieren über das Belgien-Spiel. Gezählt hat das nichts, null. Es geht um nichts, außer eben doch, weil du ein bisschen was aufzuarbeiten hast. Ja, naja, weil du die Leute, die weiche Faktoren, nicht? Das Ergebnis ist mir jetzt wurscht. Rückenwind im Verhältnis zu den Fans gab es nicht. Das meine ich. Du wolltest doch, und da haben die Leute sehr, sehr viel Vorleistung gebracht in Köln, finde ich. Bis zur letzten Minute. Es hat niemand gepfiffen und die waren sehr, sehr, sehr gutwillig. Ich will noch ganz kurz unsere Mannschaftsaufstellung einpressen, Herr Reich. Nur als Vorschlag. Ich wollte es drüber weg. Soll nicht anmaßend sein, dass wir glauben, wir wüssten es da besser, aber mit dieser Elf würden wir von Bild gerne auf die EM hinarbeiten. Immer vorbehaltlich natürlich, dass sich jemand verletzt oder jemand anders in Topform ist. Es geht darum, dass die Besten spielen. Aber Herr Reif, das könnten wir uns so gut vorstellen. Ter Stegen im Tor, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum und Ginter in der Defensive, in der Viererkette, Can und Kimmich, Can statt Goretzka und dann vorne die wilden Vier, Wirtz, Musiala, Havertz, weil es einfach unsere besten jungen Fußballer sind und mit Füllkrug die einzige Neun in dem 80-Millionen-Land Deutschland. Könnten Sie damit leben, wenn diese Elf Deutschland ab jetzt so oft wie möglich hoffentlich würdig vertreten? Also war schon der Schlusspfiff, glaube ich. Aber ja, Sie kriegen noch 10 Sekunden Nachspielzeit. Könnte man sehr gut mit leben. Raum wird endlich auch mal den nächsten Schritt machen müssen. Den sehe ich ja auch als mit einem der besten Flankenspieler in Deutschland, aber der hat in jedem Spiel defensiv Dinge, wo ich sage, das kannst du nicht machen. Das kannst du auf dem Niveau, wenn die Gegner stärker werden, geht nicht. Also, Davis hat die Schwächen zwar auch, aber er ist so schnell, dass er dann am Ende noch mal schnell überholt. Also deswegen glaube ich, ja, diese Aufstellung ist denkbar und da war nicht viel, da kann man wenig gegen argumentieren. Wunderbar. Höre ich auch ausnahmsweise mal gerne hier in unserer Runde. Und weiter geht's mit der Premier League zum Abschluss der heutigen Reif ist Live-Folge. Häufig ist das ja der Internationalblock, mit dem wir aufs Wochenende blicken. Aber wie Kehl vorhin schon sagte, die Meisterschaft ist speziell in Spanien und Italien und Frankreich so gut wie entschieden. In England könnte durchaus noch Musik reinkommen. Wir schauen uns die Tabelle einmal kurz zum Start an und sehen da auf den ersten Blick alles klar. 8 Punkte Arsenal vor Manchester City, aber Manchester City noch mit einem Spiel weniger, hätte also nur 5 Punkte Rückstand und da sind ja noch gut 10 Spiele, insofern einiges los. Ja, jetzt spielt an diesem Wochenende Manchester City der Zweite gegen Liverpool, den 6. aktuell. Die wollen natürlich unbedingt noch in die Champions League. Hätten Sie gewusst, Herr Reif, und die Antwort wird jetzt wenig überraschend sein, aber ich stelle die Frage trotzdem, weil sie so gut klingt. Hätten Sie gewusst, gegen welchen Trainer Jürgen Klopp am häufigsten in seiner Karriere gespielt hat? Pep Guardiola. Wahnsinn. Wahnsinn. Stolze 27 Mal. Hätten Sie eine Ahnung, wer auf Platz 2 kommt? Keiner kann es wissen. Es ist die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch. Wenn die Vorschläge wären Hacking, Tuchel oder Schaf, was glauben Sie, wer ist auf Platz 2 bei den Duellen Klopp gegen? Hacking. Richtig. Hacking mit 21 Spielen und dann Tuchel und Schaf mit 19. Was sagt uns das? Eigentlich nichts. Ist einfach schön zu wissen. Schön. Und kann man am Stammplatz hier. Was nützt und es ihm am Wochenende gegen Guardiola so oft gespielt zu haben? Nichts, weil sie beide wieder, Guardiola wird das Spiel neu erfinden bis dahin. Und wir werden gucken, ob der Ball wirklich rund ist. Und Klopp wird sagen, Jungs, was soll ich euch sagen? Haut sie weg. Wir wollen in die Champions League. Wir müssen in die Champions League. Sonst können wir uns vieles nicht erlauben in diesem Sommer, was wir tun müssen. Aber dann sind wir keine so hübsche Braut.
Das ist vielleicht noch ganz interessant. Das zeigt, wie ausgeglichen das Verhältnis ist. Klopp hat gegen Pep 12 Siege, 10 Niederlagen, 5 Unentschieden. Also auch das muss man einmal festhalten. Das ist ein Trainerduell, man muss es eigentlich nicht betonen, aber wirklich auf Augenhöhe und zeigt, was für Schlachten sie sich in unterschiedlichen Konstellationen und geliefert haben. Auch unterschiedlichen Ländern. Also pass auf, das sind doch sicher zwei der Trainer, die jeden Club dieser Welt trainieren würden, könnten. Und die jeder Club dieser Welt würde sagen, komm, morgen. Glauben Sie gerade nicht. Glauben Sie an das Champions League Happy End bei Liverpool? Ach, das ist eine Geisterbahnfahrt, die auch Klopp wahnsinnig macht natürlich. Einmal sind sie so weit weg und spielen einen Schrott und verlieren gegen Tabellenletzte und dann sagst du, aus, Ende, der Schluss jetzt mit dem Thema. Dann eine Woche darauf wieder glänzen sie und machen wieder, sind wieder Liverpool von früher. Es ist eine Mannschaft, die es so nicht mehr lange geben wird. Die hat ihre letzte Ausfahrt und diese letzte Ausfahrt ist in der Besetzung nochmal die Champions League erreichen. Das kann Kräfte freisetzen, die sie eigentlich gar nicht mehr haben. Die ist in einigen Positionen überaltert und übermüdet und auch müde, ich glaube auch Liverpool Klopp müde. Also da ist eine Reise zu Ende. Das wird an diesem Spiel wird's hängen. Aber Sie glauben nicht, dass die Reise in diesem Sommer endet, weil Sie das gerade noch nicht. Wir glauben nicht, aber es wird die Mannschaft. Die Mannschaft wird völlig anders. Aber durch den Wechsel an entscheidenden Positionen. Also entweder Klopp geht oder die Mannschaft geht. In Liverpool geht immer erstmal die Mannschaft. Das ist einer der wenigen Clubs, der einzige, der mir gerade einfällt, wo du sagst, wir wechseln die Mannschaft aus. Trainer bleibt, da brauchen wir gar nicht reden. Und Sie können sich jetzt konzentrieren auf die Premier League. Ist immer so ein Argument, was man ungern hört bei einem Verein, weil das bedeutet, dass sich alles andere erledigt hat. Aber da jetzt die nächsten zwei Monate nochmal bei all den Spielen, die da anstehen, vollen Fokus zu haben. Hilft, aber das Spiel jetzt am Wochenende ist schon ein ziemliches Finale. Also wenn sie da eine gezogen kriegen, ist, und zwar richtig eine, und das kann passieren gegen City, dann das würde vieles kaputt machen. Also deswegen, das ist auch ein Spiel, das ich mir angucke. Absolut. Am Samstag bei den Kollegen von Sky live zu sehen. Also Manchester City gegen Liverpool. Und was haben wir am Ende? Tipps haben wir natürlich zur Bundesliga. Und jetzt lösen wir auch auf, wie Marcel Reif die drei Tore verteilt im Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund. Aber fangen wir mal schön brav am Freitag an. Heute Abend Frankfurt-Bochum 2:0. Dann morgen um 15.30 Uhr. Schalke-Leverkusen 0:1. Leipzig-Mainz 2:1. Wolfsburg-Augsburg 3:0. Union-Stuttgart 0:0. Freiburg-Hertha 2:1. Und dann Trommelwirbel um 18.30 Uhr. Bayern gegen Dortmund 2:1. Köln gegen Gladbach am Sonntag 1:1. Und Werder Hoffenheim, das ist überraschend, 1:2. Also, die Bayern gewinnen. Und wenn dem so sein sollte, dann werden wir ganz gewiss einen gut gelaunten Oliver Kahn erleben. Live bei Bild TV am Sonntag um 9 Uhr in der Lage der Liga. Oliver Kahn, Bayerns Vorstandsboss, zugeschaltet bei Valentina Maceri und Walter Straten. Gäbe es einen besseren Gesprächspartner nach diesem Spiel zwischen Bayern und Dortmund? Ich kann es mir nicht vorstellen. Insofern schauen Sie sich's an bei Bild TV, bei Bild.de, Sonntag um 9 Uhr. Herr Reif, Ihnen sage ich vielen, vielen Dank. Danke. Wie begehen Sie Ihr 25-jähriges Tor ist umgefallen, Realjubiläum morgen? Gibt's da mit Günther Jauch eine kleine Videoschalte, wo Sie sich gegenseitig genau, nochmal wartet darauf, dass wir eine Videoschalte machen. Eine schöne Anekdote erzählen. Ja, nein, wir gucken, ich jedenfalls gucke Fußball morgen. Und zwar erst in England, dann die Konferenz. Und Ihnen wird sicherlich gegen 22 Uhr noch irgendwas in der spanischen Liga vor die Füße fallen. Sodass es ein wunderbarer Samstag für die Ehe sein wird. Mit dem Fußball allerdings an der Stelle. Danke, Herr Reif. Und Ihnen danken wir natürlich wie immer fürs Zuschauen und zu hören. Und haben am Ende noch Zeit hinzuweisen auf eine starke Aktion der DFL gegen Rassismus. Mit diesem Clip wollen wir Sie hier verabschieden und hoffen, Sie dann am Montag hier wieder begrüßen zu dürfen um 10.30 Uhr mit Marcel Reif, wenn wir dann das Spiel zwischen Bayern und Dortmund nochmal zerlegen werden. Und Klopp, Pep ist natürlich auch dabei. Machen Sie es gut. Bis dann. Alles Gute. Jeder fünfte Mensch in Deutschland hat schon Rassismus erfahren. Cela se passe partout. Auf der Straße. Netto demo. In den Stadion. Même sur le terrain. Einer von fünf ist einer zu viel.
One in five is one too many. Ne détourne pas les regards. Ne détourne pas les oreilles. Misch dich ein. Stop racism. Stop racism. Stop racism. Stop racism. Stop racism.